möchte zu Beginn noch mal daran erinnern, ich habe bereits am Wahlabend in der Berliner Runde angedeutet, dass man in so einer gesellschaftlichen Situation sich auf auch sehr ungewöhnliche Konstellationen einstellen muss. Und haben gesagt, dass man wirklich auch über Modelle wie Minderheitenregierung nachdenken muss. Und kurz danach gesagt, dass doch auffällig ist, dass schon jetzt Umfragen über Neuwahlen laufen. Damals gab es viel Kopfschütteln, obwohl ich nun die Ereignisse nicht in der Hand hatte. Das Agieren der FDP entzieht sich eindeutig sozusagen meinen Einflussmöglichkeiten. Sind wir in einer Situation, wo darüber nicht mehr der Kopf geschüttelt wird, sondern ernsthaft über Modelle wie Minderheitenregierung nachgedacht wird oder Neuwahlen bevorstehen. Ich will sagen, die Situation jetzt könnte ein historischer Moment für Deutschland und für Europa sein, weil wir müssen festhalten, dass hierzulande keine der zwei alten Volksparteien ohne die andere regieren kann. Das ist offensichtlich geworden in dieser Nacht. Die Sondierungen haben noch etwas gezeigt. Und zwar, dass FDP und CSU so aggressiv rechts aufgestellt sind, dass selbst Grüne wie Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, die ja bereit waren, ganz, ganz viel an grünen Inhalten aufzugeben, nicht mehr weitergehen konnten, um mit ihnen zusammen zu regieren. Das heißt, das neoliberale Weiter-so hat sich aufgefressen. Und ich finde, die Sondierungen haben noch etwas gezeigt, das konservative Lager ist zutiefst zerklüftet. Da gibt es zum einen den räudigen Rechtspopulismus der AfD, dann gibt es den antieuropäischen Nationalismus der FDP, die zwar auf den Plakaten sehr modern daherkommen, aber ihre konkreten wirtschaftspolitischen Vorstellungen und Vorstellungen für Europapolitik waren klar sozusagen zurück in die Vergangenheit. Und dann gibt es Merkels vermittelnden Neoliberalismus, der seine Kraft vor allen Dingen daraus gezogen hat, dass es keine glaubwürdige Alternative dazu gab. Dieser ist nun am Ende. So oder so muss man sagen, dieser Nacht hat das Ende der Ära Merkel begonnen. Das muss man zur Kenntnis nehmen und daraus folgt nämlich was, dass wir hier vor einer Zäsur stehen und es ist Zeit für einen Neuanfang. Die Situation ist offen, im Guten wie im Schlechten, sage ich ganz klar. Wir als Linke sagen klar, wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor und sind da sehr unerschrocken. Ich meine, wenn die Situation offen ist, heißt das auch, dass ein neuer Aufbruch möglich ist und das heißt halt, dass man um soziale Mehrheiten links von Merkel, links von der Union streiten muss. Das ist eine große Herausforderung an alle Parteien und an alle gesellschaftlichen Kräfte, die sich links von der Union fühlen. Aber ich finde, dem muss man sich stellen. Wir auf jeden Fall sind unerschrocken und werden in dieser offenen Situation darum streiten, dass die soziale Alternative gestärkt wird. Frau Merkel ist mit dem Versuch, eine schwarz-gelb-grüne Regierung zu bilden, jämmerlich gescheitert. Die Inszenierung, die die FDP heute Nacht abgegeben hat, ist lächerlich und in der Tat peinlich, zeigt aber auch, dass es ihnen nicht gelungen ist, in irgendeiner Form eine Aufbruchsstimmung zu verbreiten, eine Regierung für die Zukunft zu bilden. Die Gründe dafür sind ebenso peinlich, dass es praktisch daran scheitert, dass Flüchtlinge, die hierzuland sich integrieren wollen, ihre Familien nachholen können, ist weder christlich noch in irgendeiner Form sozial. Dass darin eine Regierung für die nächsten 4 Jahre scheitert, kann ernsthaft nicht nachvollzogen werden. In Wirklichkeit haben 4 mehr oder weniger neoliberale Parteien miteinander verhandelt und sind zu keinem Konsens gekommen. Man sollte es aber auch so sehen, dem Land ist dadurch einiges erspart geblieben. Diese Konstellation hat nach allem, was von den Sondierungen nach außen getreten ist, keine Lösungen für die zentralen Fragen, vor denen das Land steht. Weder hat sie ein Konzept zur Altersarmut, noch ein Konzept gegen prekäre Arbeit. Befristungen sollten erhalten bleiben. Die schwarze Null sollte erhalten bleiben, was Investitionen in Bildung, Erziehung und Gesundheit fast unmöglich macht, zumindest nicht in dem Umfang, wie sie nötig gewesen wären. Der Solli-Zuschlag sollte nach und nach abgeschmäßt werden. Was heißt, es sind keine Mittel da, um soziale Brennpunktregionen zu fördern, strukturschwache Regionen zu fördern. Für alle diese zentralen Fragen hat diese Schwampel keine Lösungen parat gehabt. Das wird uns erspart bleiben. Darüber bin ich durchaus froh. Gleichzeitig hat die FDP sich als eine Partei erwiesen, die neuer Wein in alten Schläuchen ist. Ihr war es nicht genug, was an
neoliberaler Politik von dieser Koalition zu erwarten gewesen wäre. Sie wollte noch mehr haben, noch mehr Einschränkungen für die Mehrheit der Bevölkerung haben. Das muss man auch deutlich machen. Ich hoffe, dass sie dafür nicht belohnt wird. Sie hat ganz klar für die Besserverdienenden, für die Reichen Politik machen wollen in dieser Konstruktion. Das hat sie vielleicht nicht in der gewünschten Form durchgesetzt, aber das ist der wahre Kern. Die FDP hat sich nicht erneuert, nur in ihren Plakaten, in ihrer Werbeagentur, aber nicht in ihrer tatsächlichen Politik. Die Grünen müssen sich gut überlegen, ob sie diesen Kurs weitermachen. Es war einfach so, wie wir es immer gesagt haben, wer mit Merkel ins Bett geht, wacht mit Seehofer auf. Und sie wären bereit gewesen, viel Zugeständnisse zu machen in der Flüchtlingsfrage. Die sozialen Fragen haben für die Grünen keine primäre Rolle gespielt. Wir werden sehen, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Falls es zu Neuwahlen kommt, muss es eine klare Alternative zu diesem konservativ-neoliberalen Block geben. Der muss die Fragen der sozialen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Der muss Alternativen haben zu dem, was uns diese Konstruktion geboten hat. Dafür steht die Linke bereit. Falls es zu Neuwahlen kommt, haben wir keine Angst davor. Wir werden in den Mittelpunkt stellen, dass die sozialen Fragen gelöst werden müssen für die Bevölkerung, dass es zu keiner Aufrüstungspolitik kommen darf. Und wir werden auch die Frage des sozial-ökologischen Umbaus und des Klimaschutzes nicht den Grünen überlassen. Die SPD wäre gut beraten, wieder einen sozialen Markenkern zu entwickeln und klare Alternativen zu Merkel zu entwickeln und nicht quasi diese Hin- und Her-Eierei weiterzumachen, die wir schon die letzten Monate von ihr erlebt haben.